Für Drehungen gibt es viele Beispiele, wie das Riesenrad, aber auch bei Fertigungsstraßen findet man Beispiele für Drehungen. In der Animation wird das rote Dreieck um den Drehpunkt Z mit dem Drehwinkel Alpha gedreht. Das feststehende türkisfarbene Dreieck ist das Originaldreieck und das bewegliche rote Dreieck das Bilddreieck. Ich drehe nun das rote Dreieck in 5 Grad Schritten bis 360 Grad um das Drehzentrum Z. Beim Drehwinkel von 0 Grad und 360 Grad liegen die Dreiecke genau übereinander. Das Original und das Bilddreieck sind deckungsgleich, man sagt auch kongruent. Ich blende nun 3 Kreise ein, deren Mittelpunkt Z und deren Radien so gewählt werden, dass sie jeweils durch einen Eckpunkt des Originaldreiecks gehen. Der Drehwinkel Alpha wird von den Strecken ZA und ZA' aufgespannt, die ich nun einblende. Ich verändere den Drehwinkel zwischen 0 Grad bis 360 Grad. Die Strecken ZA und ZA' sind gleich lang. Das gleiche beobachten wir bei ZB und ZB'. Auch hier sind die Strecken gleich lang und der Winkel zwischen den Strecken genauso groß wie Alpha. Das gilt natürlich auch für ZC und ZC'. Außerdem war zu sehen, dass sich die drei Eckpunkte des Bilddreiecks auf jeweils einem der Kreise bewegen. Ich lasse nun das Bilddreieck nochmal um 360 Grad drehen. Im ersten Beispiel soll das Dreieck mit 90 Grad um Z gedreht werden. Dazu lasse ich die Kreise eingeblendet. Anschließend werden wir den Winkel zwischen ZA und ZA' auf 90 Grad einstellen. Das Geodreieck wird mit dem Nullpunkt auf Z und an der Strecke ZA ausgerichtet. Jetzt stellen wir den Winkel auf 90 Grad ein. Der Schnittpunkt von ZA' mit dem roten Kreis ergibt den Bildpunkt A' des Bilddreiecks. Ich blende das Bilddreieck zur Kontrolle ein. Auf die gleiche Weise konstruieren wir die Bildpunkte B' und C'. Ich blende nun den Winkel zwischen ZB und ZB' ein, den wir mit dem Geodreieck nachmessen. Wir richten das Geodreieck auf die Strecke ZB aus und messen einen Winkel von 90 Grad. Anschließend messen wir auch den Winkel zwischen ZC und ZC' mit 90 Grad. Ich zeige jetzt eine Drehung um 180 Grad. Da ein 180 Grad Winkel ein gestreckter Winkel ist, lässt sich das Bilddreieck finden, indem man für den Bildpunkt A' einfach die Strecke ZA nach links verlängert und mit dem roten Kreisbogen zum Schnitt bringt. Die beiden anderen Bildpunkte findet man entsprechend. Zum Schluss soll noch eine Drehung um 100 Grad vorgestellt werden. Als erstes zeichnen wir die Kreise um Z durch die Eckpunkte des Original 3, stellen den Winkel von 100 Grad zwischen ZA und ZA' ein. Der Schnittpunkt des roten Kreises mit ZA' ergibt den Bildpunkt A' des Bilddreiecks. Ich blende wieder das Bilddreieck ein. Zur Konstruktion der Bildpunkte B' gehen wir genauso vor wie vorhin und auch für die Schritte für C'. Jetzt wisst ihr, wie man ein Dreieck mit einem Drehwinkel um einen Drehpunkt dreht. Wie die Originalfigur aussieht, ist dabei egal. Danke fürs Zuschauen.